Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute klein, aber fein. Ich werde heute mal für euch die Downhill-Line am Ochsenkopf abfahren. 2020 quasi. Viel hat sich nicht geändert zum letzten Jahr. Ich werde mal schauen, dass ich möglichst eine Linie erwische, die für die meisten von euch schön fahrbar ist. Ist eigentlich eine sehr schöne Linie. Ich fahre die sehr gerne mit meinem Downhiller. Die macht auch echt Spaß. Technisch ist natürlich der Ochsenkopf trotzdem immer relativ anspruchsvoll im Vergleich zu anderen Bikeparks, zum Beispiel Schönig oder so. Hier ist halt sehr steinig, also hier wird man schon gut durchgeshakt. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß, und es kann sein, dass leichtes Klappern auf der Aufnahme ist. Ein paar Mal wird es mein Steuersatz sein, aber hauptsächlich wird es höchstwahrscheinlich die GoPro sein. Die Halterung ist nämlich leider kaputt gegangen vorhin und deshalb klappert es ein bisschen. Nehmt es mir bitte nicht übel, ich habe jetzt leider keinen neuen Clip dabei, aber ich fände es ein wenig schade, wenn ich das Video nicht hochlade. Viel Spaß beim Anschauen. Jetzt werden wir hier mal die DH-Line senden gehen. Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock, Mann? Abgehen! Also Leute, falls es klappert, das ist mein Steuersatz. Da können wir jetzt nichts machen. So, nein hier. Siehst halt mit der GoPro gar nichts. Und rein ins Geröll. Oh, heute ist es hier doch. Ganz schön rutschig. Drin hier. Ab aufs Katapult hier. Vollgas hier. Yes. Weiter geht's. So, mein Helm wegen rutschen. Sonst sehe ich nichts. So, das hier wurde leider etwas entschärft. Es ging nämlich einmal da üben im Wald lang und dann ist mir erst da vorne reingekommen. Aber hier kommen halt wegen die Aussicht genießen. Auch nicht schlecht. So, dann Wurzelteppiche. Yes.
geil. Aus dem Anlieger raus. Hui. Und durch hier. Da. Vollgas. Juhu. Yeah. Geil. Macht schon Bock hier. Ist halt ruppig, ne? Ist halt ganz schön ruppig. Das war die DH-Line vom Ochsenkopf, 2020 komplett. Eigentlich eine sehr schöne Linie, die ich immer fahre. Also für die, die zum ersten Mal fahren, die kann man auf jeden Fall ganz gut fahren. In diesem Sinne, viel Spaß mit anderen Videos. Ciao.